Wir machen ein paar Übungen zur Umwandlung von Energie. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben hier ein, man sagt ja offiziell Wägestück, lass es mal 5 Kilogramm Masse haben. Das ist gleich die Masse. Eine Frage gleich zu Anfang. Wenn ich dieses Wägestück von hier um 2 Meter Höhe hebe, welche Kraft muss ich aufwenden? Gut, also rundgerechnet, wir wissen ja, dass F gleich die Kraft, die ich brauche, ist gleich Masse mal Beschleunigung. Aber da es sich in diesem Fall um die Erdbeschleunigung handelt, können wir sagen, ganz rund gerechnet, wir sagen 5 Kilogramm mal, und jetzt sage ich nicht 9,81, sondern rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Dementsprechend ergibt sich 5 mal 10 ist 50 und Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde ist gleich Newton. Also können wir sagen 50 Newton. So, okay, die Kraft brauche ich. Jetzt wissen wir alle noch was, und zwar, ich verrichte ja eine bestimmte Arbeit, wenn ich dieses Wägestück hier hochtransportiere. Also muss das irgendwie, muss die Arbeit irgendwie mit dem Weg zusammenhängen, und ganz einfach die mechanische Arbeit W ist F mal S. Und ein Gesetz bedeutet, dass die mechanische Arbeit, die nötig ist, um diese 5 Kilogramm hochzuheben, ist 50 Newton mal 2 Meter. Und das lässt sich ganz leicht als 100, wir haben es rund gerechnet, ne? 100 Newtonmeter zusammenfassen. Gut, jetzt hat dieses Wägestück hier oben ja eine gewisse Energie erhalten. Wir wissen alle, das ist die sogenannte potentielle Energie. Das heißt, potenziell, es könnte. Es hat 100 Newtonmeter potenzielle Energie erhalten. Wir haben kinetische, nämlich die Bewegungsenergie, um das Ding da hoch zu bewegen, in potenzielle Energie umgewandelt. Das heißt, hier oben hat es 100 Newtonmeter mehr potenzielle Energie als hier unten. Wenn ich das Ding wieder runtersausen lasse, dann wird das Ding immer mehr beschleunigt werden und hat hier unten kinetische Energie. Ich mache mal einen blauen Pfeil herunter wieder, um 2 Meter. Ah, jetzt könnte man denken, wie wird denn das ausgerechnet? Und dazu müssen wir uns mal kurz unterhalten. Wir haben uns jetzt mal in Diskussionen ein bisschen rangetastet, und zwar haben wir Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, wenn ich das hochhebe, hat es die Energie, die ich an Arbeit aufgewendet habe, nämlich 100 Newtonmeter mehr. Also kann ich sagen, wenn ich es fallen lasse, hat es eine kinetische Energie, die diesen 100 Newtonmeter entsprechen muss. So schnell ist es. Blöderweise, und hier ist das blöderweise versteckt, hier, na, ist Wekin aber, die kinetische Energie so zu berechnen, 1/2 mv². Dann haben wir uns mal ein bisschen so durchgechangelt und haben mal ein paar Berechnungen angestellt, aber möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir haben es aber ausprobiert, 1/2 mv². Wir haben tatsächlich eingesetzt 5 Kilogramm, haben die Endgeschwindigkeit, die wir vorhin ausgerechnet haben, quadriert. Das sind dann 40 Quadratmeter pro Quadratsekunde, und siehe da, es kommt hin. Der einzige Haken ist, ich muss wieder auf Newtonmeter kommen, aber Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde steckt nämlich hier schon drin, bloß dass ich hier eben Meter mal Meter habe. Und das blaue Meter, ich mache es mal jetzt, was noch übrig ist, mache ich es mal hellblau, dieses Meter ist dieses. Das andere wird wieder zu Newton, und so kommt man wieder hin. Das war bloß mal eine Nebenbeiübung. Ich mache nochmal Pause. Wir dürfen nicht vergessen, das kann man auch in allen Formelsammlungen nachlesen, es gibt noch eine andere Geschichte. Wenn ich mechanische in elektrische Energie umwandle, dann kann ich sagen, ein Newtonmeter ist eine Wattsekunde. Mit anderen Worten, ich kann auch sagen, wenn ich das Gewicht hier, wenn ich das 2 Meter hochheben will, diese 5 Kilogramm, 2 Meter hochheben will, wie viel elektrische Arbeit muss ich dann aufwenden, um diese 2 Meter zu überbrücken? Das heißt, ich könnte hier so eine kleine Batterie, einen kleinen Elektromotor nehmen, und an dem Elektromotor, da baue ich eine Winde an, eine Seilwinde, und dann ziehe ich das olle Gewicht hier hoch. Also hier einfach eine Seilwinde, ich tue mal so, als wenn hier so eine Seiltrommel wäre, so, und hier sind lauter, hier ist lauter Faden, und dann ziehe ich eben das Gewicht hier hoch, das geht auch. Und welche elektrische Energie brauche ich dafür? Welche elektrische Arbeit? Und da kann ich sagen, das ist ganz leicht.
W mechanisch hat mir gesagt, das waren 100 Newtonmeter. Dann kann ich auch direkt sagen, das ist W elektrisch. Ich lasse jetzt alle Verluste weg. Ich rechne ideal, ist 100 Wattsekunden. Wir wissen aber, nehmen wir mal an, das sind 20 Volt, hat die Batterie. Wir können sogar einen Strom ausrechnen. Das können wir gleich machen, weil wir wissen gleich, was da drin steckt. W elektrisch, 100 Wattsekunden. Watt wird errechnet aus P ist U mal I. Und Volt mal Ampere ergibt, ein Volt mal ein Ampere ergibt Watt. Mit der Sekunde werden wir noch klarkommen. Machen wir mal weiter. W elektrisch ist anders gesagt 100 und jetzt Volt mal Ampere mal Sekunde. Und jetzt kann man sich sogar schon, wenn ich die Spannung kenne, an die Stromstärke rantasten. Aber einen Haken hat es noch. Hier müssen wir noch mit klarkommen. Hier steckt noch die Zeit drin. Und darüber werden wir jetzt nochmal diskutieren. Pardon, ich muss noch schnell was korrigieren. 100 Newtonmeter, Donnerwetter. Ja, pardon. Ein Newtonmeter ist eine Wattsekunde, hier hatte ich das Meter vergessen. So, wir haben jetzt Folgendes durchdiskutiert. Nochmal, Volt mal Ampere ist Watt, ne? Das Watt, hier, dieses habe ich umgewandelt, dieses Watt habe ich in Volt mal Ampere umgewandelt. Da wir ja blöderweise hier mit unserer kleinen elektrischen Seilwinde Folgendes vorgegeben haben, nämlich 20 Volt sind schon da, könnte ich auch sagen, die elektrische Arbeit, die nötig ist, um dieses Kilogewicht hochzuheben, die 2 Meter, die 5 Kilo, könnte ich auch Folgendes sagen, 20 Volt mal 5 Ampere, 20 mal 5 ist 100, aber dann bleibt mir bloß noch eine Sekunde übrig, um das hochzuheben. Dann habe ich diese Arbeit vollbracht. Anderes Beispiel. Ich könnte auch sagen, 20 Volt, da ist nichts dran zu rütteln, mal 0,5 Ampere und ich kann mir dann 10 Sekunden Zeit lassen. Der Arbeitsumfang ist derselbe. 20 mal 0,5 ist 10, mal 10 ist 100. Volt mal Ampere mal Sekunde ist wieder Wattsekunde. Und so weiter und so fort. Also ich kann mir hier noch zig Zahlenbeispiele einfallen lassen. Die 20 Volt, wenn ich die konstant lasse, ich könnte es auch mit 0,25 Ampere oder mit 10 Ampere oder mit sonst was machen. Das heißt aber letzten Endes, und diese Schlussfolgerung kam auch, hier ist was drin. Hier steckt die Leistung drin. Wenn ich viel Leistung aufwende, dann schaffe ich die Arbeit in kurzer Zeit. Wenn ich wenig Leistung aufwende, brauche ich mehr Zeit. Wir alle wissen aber noch aus der Mechanik, P ist gleich W durch T. Power is work divided through time. Das heißt also die Arbeit durch die Zeit. Und das wird hiermit auch klarer. Ich kann das auch umstellen. Ich kann auch sagen, W ist gleich P mal T. Und dann sieht man es auch deutlich. Die gleiche Arbeit mit viel Power brauche ich wenig Zeit. Die gleiche Arbeit mit weniger Power brauche ich mehr Zeit. Das haben wir hier an dieser Stelle nochmal bewiesen. Hier ist es nochmal. Das ist der Haken hier. Das steckt da drin. Ganz nebenbei nochmal für die Elektriker unter uns nochmal folgenden Hinweis, wenn auf einem Autoakku oder weiß der Kuckuck auf was für ein Akkumulator, wenn da drauf steht 56 Amperestunden, kann das bedeuten, ich kann einen Strom I von 56 Ampere eine Stunde mal Zeit gleich eine Stunde, das ist jetzt mathematischer Mist, ich mach's mal so. Die Kapazität ist 56 Ampere mal eine Stunde. Oder ich sage, na und, dann nehme ich eben nicht so viel. 5,6 Ampere entnehme ich der Batterie nur mit ein paar Scheinwerfern und nicht mit einem schweren Anlasser. Und sage dann, okay, und habe dafür 10 Stunden Zeit. Ich kann zum Beispiel die Scheinwerfer 10 Stunden brennen lassen, aber den Anlasser könnte ich vielleicht eine Stunde lang betreiben. Der frisst aber mehr. Also das geht nicht, aber... Das steckt dahinter. Hinter diesem Produkt aus solchen Größen. Und dieses Produkt aus solchen Größen haben wir es ja. Volt mal Ampere mal Sekunde. Gut, ich mache nochmal kurz Pause zum Überlegen. Gut, dann schließe ich das Video mal ab. Und wir werden hier mal, ich werde noch einen Verweis machen, wir werden hier an der Stelle dann auf ein anderes Video kommen. Und zwar geht es dann darum, ich hatte ja oben gesagt, ein Newtonmeter
ist gleich eine Wattsekunde. Das wäre die elektrische Geschichte. Ich kann aber auch sagen, ein Newtonmeter ist gleich ein Joule. Und damit habe ich Wärmeenergie oder chemische Energie gemeint. Also Wärme bzw. chemische Energie. Wärmeenergie und chemische Energie. Und wenn ich darauf eingehe, dann kann ich auch sagen, was kann ich hiermit machen? Hier, mit diesen 100 Newtonmetern. 100 Newtonmeter. Was kann ich damit um wie viel Grad wärmer machen oder kälter machen oder weiß der Kuckuck wie viel, beziehungsweise welche chemische Energie steckt da drin. Wir alle kennen das Joule von Lebensmitteln. Aber das machen wir dann im nächsten Video.